Herzlich willkommen zurück bei Stardew Valley. Mit mir und einem Rerun offensichtlich und ein bisschen Wind morgen. So, checkity check. Da hätte ich gleich wieder Müll mitnehmen können. Wieder ein Quarz für mich. Quarz. Habe ich denn noch Müll? Eine CD habe ich noch. Da kommt wieder der Bongeblubber hier. Ich habe so viel Holz, ich mache mal lieber noch ein bisschen Kohle. Ich habe echt das Gefühl, die fressen das fast schneller leer, als es nachwächst. Erste Fläschchen Öl ist fertig. Öl. Was ist das wert? 100? Okay, was ist so ein Maiswert? 55. Naja, da habe ich es immerhin fast verdoppelt. Kann ich natürlich nicht mit allem machen hier. Nein. Aber ich sag mal, es ist ein Grund mehr, die Hälfte des Korns eventuell aufzuheben. Kann ich nämlich den ganzen Winter lang immer 1, 2 Öl machen dann pro Tag. Was aber heißen soll, dass ich 30 Korn aufheben muss. Und eigentlich sogar mehr. Verkaufen wir heute nur 7, da heben wir noch 20 auf, um daraus Öl machen zu können. Denn der Wert sich halt echt verdoppelt. Aber ich muss ja heute auch ein bisschen Kohle machen, deswegen. Kohle machen und wirft ein Stück Kohle rein. Hühnerliebe, Hühnerliebe, Hühnerliebe. Ist die Tür offen? Ich habe bloß 2 Eier diesmal. Schade, schade, gibt es weniger Mayonnaise, aber Gras ist ja eigentlich noch genug da. Kann ich hier unten irgendwas abernten? Den Chok Poi, der ist fertig. Jo. Und die Sonnenblume ist offensichtlich fertig. Sonnenblume. Und ein Sonnenblumensamen. Wie lange braucht der? 8 Tage. Das heißt, der geht noch. Und dann verkaufen. Ob ich Sonnenblumenöl machen kann? Ist denn das Öl dabei, was ich gerade hergestellt habe? Hier nehme ich irgendwie nicht. Vielleicht auch, weil ich es noch nicht verkauft habe. Weiß ich jetzt nicht auf Anhieb. Bum, bum, bum. So, du hier rein. Toll. Ja, komm, leck mich halt. Sorry. So, nicht lange drüber nachdenken hier. Oh, halt, ich sehe gerade, ich kann hier einen neuen Dings bauen. Einen neuen Tab. Was brauche ich für einen Tab? Noch 2 Kupferbarren. Ja, Kupfer habe ich auch nicht mehr allzu viel. Das heißt, wir starten bald wieder die größeren Runden in die Minen. Weil mir einfach die Erze und alles ausgehen. Brauchte ich den Bok Choy für ein Bundle? Nur für das Standard-Bundle, denke ich. Das heißt, einen Bok Choy heben wir auf. Brauche ich da oben auch bald eine neue Kiste? Kommt das auch noch dazu? Bok Choy, Bok Choy, Mayonnaise. Und die Sonnenblume wollte ich jetzt aufheben, weil ich wissen wollte, ob ich daraus Öle machen kann.
Also, Sonnenblume aufheben. Kohle hier rein. 16, 18 reichen erstmal wieder. Den Pinien. Pine Tar. Hatte ich da schon nochmal aufgehoben? Pine Tar? Ja, hier. Okay. Dann kann der auch mit weg. Klack. So, dann passt das hier alles. Das bleibt dann übrig fürs nächste Mal. Gras sieht soweit echt gut aus. Muss ja jetzt eh bald weg, das ganze Gras. Wird bald Winter. So. Heu sollte damit auch so gut wie voll sein. Jo, 240 von 240. Das heißt, ein zweites Silo wäre vielleicht irgendwie mal noch angebracht. Bloß wo soll das hin? Wo könnte jetzt das zweite Silo hin? Eigentlich ganz hier runter. Hier hin. Wäre eigentlich ganz cool. Weil hier unten stört es nicht. Aber das lange Gebäude ist dann halt später immer im Weg. Deswegen wollte ich die oben am Rand haben, die Silos. Das war eigentlich der ganze Hintergrund. Das heißt, irgendwo hier wäre mir fast lieber. Irgendwo hier so. Bop, 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 bop. Was ist denn hier? Bis hier hinter höre ich das Gluckern. Ah, okay. Wir fällen hier mal wieder ein paar Bäume weg. Okay. Muss aufpassen, das muss auf jeden Fall nicht ganz zubauen. Bisschen Platz machen hier hinten. Und so ein Silo war ja auch gar nicht teuer. Wie teuer war denn so ein Silo? Ich glaube, dafür brauche ich eine ganze Menge Lehm, den ich nicht habe. Natürlich ungünstig ist. Aber noch ein Silo wäre schon cool. Wirklich, um einfach nur das Maximale noch mitzunehmen aus dem Herbst. An Nahrungsmitteln für Tiere. Block, block, block. Block, block, block. Und den hier auch noch. Packen wir hier ein Silo dahinter? Ja, auf jeden Fall. Was sagt die Uhr? Geht noch. Ah, das ist ja alles kleine Bäume hier. Furchtbar. Macht euch alle weg. So. Nicht schon wieder hier vorne irgendwas hinwachsen. Bin froh, dass ich das leer bekommen habe. Könnte mal hier vorne irgendwie auch die Steine nicht so... So, ich gucke jetzt hier seit Ewigkeiten nach irgendwelchen Würmern, von denen mir erzählt wurde. Ich sehe hier keine. Oder ist das damit gemeint? Nee. Das ist da auch nicht damit gemeint hier, oder? Nee. Weil eins meiner Hauptprobleme ist nämlich, dass ich kein Lehm habe. Aber welchen bräuchte. Um mir vermutlich noch ein Silo zu bauen. Da ist ein Lehm gespawnt. Man muss hier auch eine ganz schön große Fläche dafür umgraben. Das ist ja ein Lehm spawnt. Bob. Okay. Damit wird das doch langsam hier noch ein bisschen was weg. Die großen lasse ich jetzt mal übrig, weil ich mir die halt... energietechnisch nicht mehr wirklich leisten kann. Block passt. Was als nächstes? Als nächstes gehen wir ganz kurz halt hier nach rechts, hier nach hinten. Hier habe ich ein Feld aus Versehen weggemacht. Hier muss ein Feld hin. Das
Das war ein Kürbis, aber leider ist der jetzt dann nicht mehr... Naja. Passt schon. Ganz kleinen Augenblick. Werte Zuseher und vor allem auch Zuhörer. Ich brauche ganz kurz Stardew Valley Silo. Ich hoffe, es heißt noch Silo. Eigentlich heißt es Silo im Englischen. Silo, Silo. 100 Steine, 10 Clay. 100 Steine, 10 Clay, 5 Copper. 10 Clay. Fuck, ich habe nur 7. Ah, damn it. Holz habe ich jetzt genug, aber... leider nicht genug. Eigentlich könnte ich die beiden auch nochmal einpflanzen, fällt mir gerade ein. Ach ne, hier wächst ja schon was. Da ist ja schon was am Wachsen, deswegen kann ich es da nicht einpflanzen. Meinetwegen hier und hier hin. Brauche ich eigentlich keine Tage verschwenden. Das ganze Feld wird dann schon später eh nochmal Kürbis. Und größer werden soll es ja auch noch ein bisschen. Ich muss echt Eisen sammeln gehen. Ganz, ganz wichtig. Oh nice, der muss ja eh hier hin. Dann wird das jetzt immer mitgegossen. Awesome. Und der nächste wäre dann hier. Eigentlich auch schwachsinnig. Eigentlich wäre der nächste hier. Weg damit. Hier wäre eigentlich der nächste und hier. Und, wow, wie das sogar fast passt. Okay, jetzt müssen wir uns beeilen und vor allem gucken, ob das Spiel wieder abstürzt. Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht. Das letzte Mal ist es nämlich abgestürzt. War aber wohl ein bekannterer Bug. Wenn ein Zug durch Stardew Valley fährt und man geht dort hoch, kann der nämlich Items verlieren. Man muss aber schnell sein. Deswegen beeile ich mich jetzt. Und stürzt das Spiel ab? Ja oder nein? Nein. Diesmal nicht. Komm schon, lass was fallen. Aha, eine Geode. Eine einzelne Geode. Echt jetzt? Das ist alles. Eine Geode. Eine Geode. Eine einzelne Geode. Ich bin gerade schon ein bisschen sauer. Das ist nämlich nicht wirklich viel. Wir gehen uns kurz noch ein bisschen Energie holen, wenn wir jetzt einmal hier sind. Das ist überhaupt nicht viel. Eine Geode, das ist den Weg, das ist die Zeit gar nicht wert gewesen. Die Zeit, die ich damit verschwendet habe. Okay, man kann halt danach immer gleich ins Bad, bla bla bla, aber... Eine Geode, also ein bisschen mehr dachte ich, ist schon drin. Wir machen mal nur halb voll, dreiviertel voll, weil so viel Energie brauche ich nicht mehr wegen der Zeit. Ein bisschen umgraben noch, ein bisschen die Felder vorbereiten für die nächste Aussaat. Und ja, die Scarecrows wieder hinstellen natürlich. Muss mal gucken, wie ich die denn aufstelle. Da müsste ich eigentlich immer irgendwie Platz lassen zwischendurch. Darf ich gar nicht so Stück an Stück an Stück. Müsste ich eigentlich mal ein bisschen Platz lassen, immer eine Reihe. Müsste ich mir nochmal aus... Müsste ich jetzt ausrechnen. Habe ich jetzt gar keinen Bock zu, bin ich ehrlich.
Erstmal weg von dem Verarsche-Zug hier. Eine Geode. Die muss ich halt auch noch zahlen, dass ich die auspacke, weißt du? Das ist ja nix wert dann. Herbst ist aber, was den Rest angeht, sehr lukrativ. Also dadurch, dass man halt so viele Blueberries sammelt und die halt dann doch schon 2-3 Münzen wert sind, kann man da schon die ein oder andere Mark machen, ohne großartig was selber für tun zu müssen. Hier ist ein bisschen Maple Syrup fertig. Gut, weil hier ist nämlich überhaupt keine Scarecrow irgendwo. Das heißt, ich packe hier mal eine hin. Und hier rüber mal noch eine, obwohl... Ja, das ist dann nämlich nicht sehr feldeffizient, sehe ich schon. Okay. Leider ist die Blume immer noch nicht fertig. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder nur Wildhonig. Weg damit. Weg damit. Die Geode auch gleich weg damit. So sauer, dass sie gleich wegfliegt. Nee, doch. Nee, doch. Andere Taste. Hier, den da. Zack's. Die Steine nicht. Die kommen hier rüber. Und das sollte jetzt auch unser letzter Müll sein. Ja. Zuletzt das Stück Quarz, was ich hier ja gewinnen kann. Da wächst, da wächst, da wächst. Ich wollte nochmal ein bisschen bereinigen gehen. Eigentlich wollte ich ein Silo kaufen gehen, hatte aber keine 10 Lehm. Das heißt, was jetzt eigentlich zu tun ist, ist 10 Lehm zu farmen. Noch bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Hallo. Hallo. Wo ist denn meine Maus bitte? Ja, laufe ich halt. Laufe ich halt hier so lang. Ja. Na. Kein Glück gerade hier. Ich grab mal alles oben, was aussieht wie irgendwas Spezielles. Aber irgendwie... Wäre natürlich mit einer Kupferspitzhacke viel einfacher, mit einer Kupferdings viel einfacher. Hallo. Komm schon. Yay. Zehn Lehm. Eine Lehmmine wäre mal ganz cool. Okay. Das ist rechts großes Feld dafür, dass jetzt hier einfach nichts passiert ist. Komm schon, noch ein bisschen Lehm. Daddy braucht Lehm. Yay. Yay. Da blubbert es erstmal wieder. Ich habe ja 3, damit müsste ich jetzt 10 haben. Jetzt grabe ich aber das Feld noch zu Ende. Von abgesehen, dass das niemals einer brauchen wird. Oh. Nein. Block. Natürlich können wir auch noch ein bisschen aufräumen, wenn wir einmal hier dabei sind. Was ist das? Ein Stein? Bisschen Holz fällen. Wieder Stück für Stück hier, Reihe für Reihe, unsere Farm ein wenig befreien von dem ganzen Dreck. Und dann gehen wir morgen quasi ein Silo noch in Auftrag geben. Wenn ich clever gewesen wäre, hätte ich auch gleich noch ein bisschen da oben Holz gefällt, dass ich da tatsächlich auch was sehe, aber na gut. Weil hier doch noch der ein oder andere Baum im Weg steht. Lasse ich mal auch einen Weg dazwischen frei, dass man da zur Not durchlaufen könnte. Wenn man es denn müsste. Blong, blong. Hier ist auch nochmal ein Riesenbaum. Schön, der kippt nach außen. Genauso muss das sein. Zeug holen wir gleich. Hoffentlich despawnt das nicht.
wäre irgendwie blöd. Okay, jetzt ist er eh erschöpft. Haben wir das also auch noch halbwegs sinnvoll genutzt. Die Zäune sehen okay aus. Hier ist auch nichts irgendwie entstanden. Alle Bäume haben Tepper, die Tepper haben sollten. Hier wubbelt's. So, dann holen wir uns gleich mal die 10 Clay. 10 Clay, 100 Stein, 5 Kupfer. Oh. Achso, ja, zuallererst, packen wir vielleicht mal das rein, was hier rein muss. Wie viel Holz gar nicht? 10 Clay, 100 Steine? Und ja. 5 Kupferbarren. Holz also gar nicht. Ja, das ist natürlich gut zu wissen. Ups. Nee. Da habe ich die nämlich alle. Das hier oben war das letzte Stück Müll. Müssten wir mehr angeln gehen, dass wir da mehr Müll kriegen. Aber zum Glück können wir jetzt erstmal aus dem Müll was machen. Und das hier ist hoffentlich einmal angegossen. Ja. Mein Bier ist fertig. So, das können wir, glaube ich, auch für das Artisan-Bundle benutzen, oder? Nein, Pale Ale geht nicht. Pale Ale geht schon. Wird hier vielleicht noch nicht alles angezeigt? Nee, Moment, hier ist ja einfach... Ich glaube, hier werden alle Artisan Goods... Ah, das ist kein Artisan Good. Und das auch nicht. Das ist Resource. Ach, ganz komisch, warum das jetzt hell ist. Ich glaube aber, es geht nicht. Ich hebe es trotzdem mal auf. Oh, Hundi liegt da rum. Damit fällt mir auch gerade auf, ich habe nicht genug Kisten. Klick, 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 klick. Ich weiß, aber... hierhin kommt dann mal noch die Kiste für die nächsten Gods. Gut. Den Rest dann morgen. Wetter war gut, gell? Ja. Und was das angeht, dann also. Bis morgen. Macht's gut. Oh, halt. Foraging Level 7. Jetzt hier noch nicht Abbruch. Wild Seeds für den Winter könnte ich jetzt schon. Und ein Warp Totem in die Mountains. Aha. Öl ist 100 wert. Ja, oh, 1000. Ja, wird gut was gemacht. Wir sehen uns also beim nächsten Mal. Macht's gut. Bis dahin.